Die hatten ein bisschen Schwierigkeit natürlich in den letzten 20 Minuten. Der Druck wurde größer, klar bei Stand 1-0, dass der Gegner alles versucht und natürlich offensiv einwechselt. Und dann hatten sie auch das Glück des Tüchtigen mit dem Ausgleichstor und wir haben dann nochmal einen Gang, finde ich, nach oben geschaltet. Wir wollten das Spiel nochmal drehen und haben dann ja für uns natürlich in diesem Augenblick in der 93. Minute auch einen glücklichen Siegtreffer erzielt. Freut mich sehr besonders für Didier, der sich heute wieder voll in die Mannschaft hineingebissen hat, auch auf der rechten Seite viel arbeiten musste, hat sich dieses Tor verdient. Es war heute sehr schwierig, auch auf dem Platz, weil es ja geschneit hat. Aber wir haben als Team gekämpft und die 3 Punkte geholt. Das war sehr wichtig. Es war sensationell zu sehen, wie unsere Fans diese Europa League annehmen, auch auswärts. Heute schon bei der Abfahrt im Hotel haben die uns belagert und haben uns angefeuert. Das war einfach grandios zu sehen. Und ich glaube, die haben ununterbrochen für Stimmung gesorgt und das hat uns natürlich auch ein bisschen gepusht. Ich denke, dass wir mit der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung gut zurechtkommen und wir werden uns jetzt gut regenerieren, und damit wir am Sonntag wieder Vollgas geben können.